So, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier hochkommen. Wir müssen da oben auf den Turm. Diesen hier. Schauen wir doch mal. Okay, erstmal hier runter. Boah. So. Wow. Wow, wow, wow. Nochmal das Ganze. Alter. Das war jetzt schon mal ein Satz mit X. Also nochmal hier hoch. Hier hoch. Ah, okay, dann müssen wir hier lenken beim Rutschen. Okay, mit L können Sie beim Rutschen lenken. Ja, gut. Wow. Müssen wir hier runter? Ne, wir müssen hier nicht runter, oder? Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hin, Freunde? Hier kommen wir nicht hoch. Wie schön es einfach aussieht, ne? So, müssen wir doch nochmal hier versuchen. Hier hoch wieder. So. Hier kommen wir ja nirgends hoch. Oder doch? Nö. Hier auch nicht. Nein, da müssen wir wohl doch hier runter. Ah, okay, wir müssen springen. Ich muss abspringen, okay. So, dann hier hoch. So, gibt's hier irgendwas Interessantes für uns? Schauen wir mal. Da liegt doch schon was rum. Was haben wir denn hier? Ah ja, Kletterhaken. Weiter geht's. Sehr schön. Und mehr gibt's hier anscheinend nicht. Okay. Ah, da können wir jetzt am wahrscheinlich gleich hier Kletterhaken einsetzen, oder? Nö, können wir nicht. Aber hier vielleicht. Nö, auch nicht. Okay. Geht's hier weiter? Oh, hier geht's tief runter. Da geht's doch hier? Hier hoch? Nee, kann ja nicht sein, oder? Wir sind doch höchstwahrscheinlich. Was ist denn hier? Oh, tiefer Brunnen. Okay. Da war was. Hier. Okay, damit wird es klappen. Ah. Die können wir hier schick rumschieben. Ja, natürlich. So. Und jetzt? Da ist die Zelle. Okay. Wie komme ich da hoch? Ja, kriegen wir schon hin. Kriegen wir geregelt, Freund. Brauche ich hier gar keinen Haken? Kann ich hier so springen? Oder wie? Oh. Also ich kann auch während dem Springen werfen. Okay, das ist interessant. Okay. Sehr cool. Leute, ich muss einen Screenshot machen. Das hilft nichts. Wenn ihr jetzt immer mal klickern hört von meiner Maus, dann wisst ihr, ich mache einen Screenshot. So. Und jetzt muss ich mich wahrscheinlich hier so. Hui. Ah ja. So. Und jetzt geht's weiter wie? Ja, wir klettern erstmal auf die andere Seite. Ah ja, okay. Oh, wow, wow. Wie erschreckt. Es ist jedes Mal, deswegen kann ich auch keine Horror-Games spielen. Ich erschreck da immer so. So. Einmal hoch. Okay. Geht's jetzt? Ich könnte da runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Ja, vielleicht, genau. Mit dem Seil am Pfosten. Wir probieren es einfach mal, Lilly. Wow. Wow. Heb dich mal gut fest, Freund. So, und wo jetzt hin? Darüber oder wie? Boah, Alter.
Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Ja, wie er sich freut. So. Da müssen wir jetzt irgendwo hoch, oder? Ja, da. Okay, mit der Steuerung noch ein bisschen hakelig bei mir, aber wird. Kriegen wir hin. So. Auf nach oben. Ach, wie schön es gemacht ist. Guckt es euch mal an, ne? Kann ich mich hier auch... Moment. Ja, genau so. Ich will aber, dass sie... Moment, meine Lieben, das muss drin sein. So, jetzt. Ja, so der Blick in die Ferne. Ach, wie schön es einfach ist. So, okay. Jetzt genug Screenshots gemacht, jetzt geht's nach oben. So, müssen wir den hier lang oder wo müssen wir hin? Ah, dein blaues Auge hier, guckst du dir an. So. Ich nehme an, hier runter nicht. Auf nach oben. Okay, müssen wir dann vielleicht hier über die Plattform? Geht hier was? Ja, hier geht doch tatsächlich was. Oh, Alter. Ja, so. Einmal da hoch und einmal hier hoch. Ja, komm, kletter hoch. Oh. So, sehr schön. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Die höchste Zelle. Überhaupt kein Ding. Okay, hier rüber. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Komm ich da hoch? Ah ja, okay, sehr cool. Ich könnte ja auch einfach mal die Kamera so ein bisschen nach oben machen. So, kommen wir hier hoch? Nö. Immer noch nicht. Nein, nein, nein. Wow. Ja, komm, später rüber. So. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay. Wo lang? Wow! Alter! Ja, vielleicht soll ich mich auch mal ein bisschen umschauen hier, dann sehe ich auch so Sachen. Lesen. Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. Heute Nachmittag ließ ich den ersten aus Captain Avery's Crew hängen und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihnen vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt. Mein Besuch bei den verbleibenden Männern im Turm. Die armseligen Piraten warfen sich zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihrem flüchtigen Captain hören. 20. September 1696. Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten hängen. Eine arme Seele war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechung eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei, und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Piratenlügen mehr. Ah, das geht ja ganz schön gut ab da. Wie cool es einfach gemacht ist, ey. Ich könnte mich da, boah. Kann ich das nicht mitnehmen? Ich kann noch zoomen. Okay. As I hang the rest of the pirates. Nee, leider nicht. Würde es ja gerne einsammeln, aber... So, haben wir sonst noch irgendwas hier? Ich nehme an, hier geht's hoch. Und mehr scheint es nicht zu geben. Okay, dann marschieren wir mal hier hoch. Wir können uns hier schön außen rumhangeln. Ja, komm, weiter da. So. Okay. Da hoch müssen wir nämlich an. Geht's hier drüben? Ah, hier drüben geht's weiter, oder? Ja.
Ah ne, das war ja hier die Treppe, wobei ich... Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Ja. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Einige wahrscheinlich. So. Hilft uns aber nicht weiter. Wo müssen wir denn hin? Oh, da drüben wird mir was angezeigt. Hier, L1. Ah ja. Um am Seil zu ziehen, L1 drückhalten und L nach hinten bewegen. Ah. Und jetzt kann ich hier wahrscheinlich rüberspringen, oder? Ja, so ist es. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Ist das? Ich mag das voll, wie das animiert ist und die Sprüche immer von Nathan. Das ist so cool. So. Oh. Komm, schaffst du. Oh Mann, Sam, verpasst echt was. Okay, da oben müsste die Dings doch sein, oder? Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Oh, ihr Sweet. Ja, es sieht mir nach dem ersten Rätsel aus. Wo fange ich an? Das erste Rätsel, meine Lieben. Das einzige Kritzel muss eine Bedeutung haben. Okay, hier unten haben wir Zahlen, da ist eine Uhr. Okay, also es muss irgendwo ein Rätsel sein. Mal schauen. Okay. Lass mal abchecken, ob wir irgendwo was drücken können, oder... Es scheint aber nicht so. Ah, hier kriegen wir das angezeigt. Hier. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Hm. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Okay. Das heißt... Teil des Symbols und da ist die andere Hälfte. Falten. Schon besser. Ah ja. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Hm. Okay, das ist einmal der Pfeil mit dem Strich durch. Haben wir das hier irgendwo? Pfeil mit dem Strich durch. Hier sind aber nur römische Zahlen an der Wand. Ein Tierkreiszeichen. Da oben. Da oben haben wir den Pfeil mit dem Strich durch. Und daneben ist es so das andere, oder? Leider nein. Und die römische Zahl 2. Ah, nein. Okay. Habe ich was auf dem Brief übersehen? Schütze. Römische 10. Ah, okay. Ich hab's verstanden. Schütze ist die römische 10. Das heißt, wir müssten hier... Wo ist die römische 10? Wo ist die römische 10? Da ist die römische 10. Nein, nein, da will ich doch gar nicht. Nein. Ist doch falsch, Nathan. Römische 10. Nichts. Was stand nochmal im Brief? Da gucken wir doch mal nach. Also. Kann ich den nochmal irgendwie lesen? Nö, anscheinend nicht mehr, ne? Okay. Also, wir haben... Das und dann das andere. Wo ist denn das andere? Ist es das hier? Oh Mann, ey, ich scheitere schon am ersten Rätsel, meine Lieben. Alles ist das, was es hier so spannend macht. Nichts. Okay. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen.
Ja, aber wie kann ich den denn lesen? Soll ich den nochmal aufklappen oder so? Zoom. Schwenken. Die Sonne und die zwei Zeichen. Auf der Rückseite ist nichts. Oder gibt es da oben dann einen Sinn? Nee, gibt keinen Sinn, ne? Aber ich kann den auch irgendwie nicht mehr. Jetzt probieren wir es da oben nochmal. Nein. Das Skorpionzeichen. Und eine römische 2. Okay, das heißt, wir haben einmal die römische 10 und die römische 2. Die römische 2 ist da drüben, oder? Ist das hier die Römische? Das ist jetzt auch die römische 2. Und da hat sich ja nichts bewegt. Ah, Moment, ist es vielleicht die 12? Leider nein. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Da ich aber auch so richtig gut mit römischen Zahlen kann, ne? Der ist auch nicht. Wir können auch einfach alle durchprobieren. Das wäre natürlich auch eine Idee. Wir haben die römische 2 und die römische 10. Ich sollte mir den Brief noch mal ansehen. Ja, wenn ich wüsste, wie ich ihn aufklappe. Zahl 2. Nein? Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische 10. Ja, so weit sind wir ja schon gekommen. Muss ich dann vielleicht erst die 2 und dann die 10? Wo war denn die 10 jetzt wieder? Die war hier. Zuerst die 10, dann die 2. Aber hier können wir jetzt auch nichts mehr drücken, ne? Ist natürlich auch ganz toll. Nein? Nein? Leider nein. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Ja, du bist witzig. Ich kann doch nicht mehr aufklappen. Hier kann ich es nochmal versuchen. Der ist auch nicht. Ich probiere jetzt einfach mal alle durch, meine Lieben. Nicht. Nein. Nein. Der da unten, den kann. Ah, jetzt? Nö. Leider nein. Ja, die römische 3 wird es auch nicht sein. Der ist auch nicht. Ich sollte mir den Brief noch ansehen. Ja, natürlich. Der letzte Stein, den wir da rausziehen. Ich hab's doch gesagt, ist eine 12. War doch eine 12 jetzt, oder? Sieh sich das einer an. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Digna factis recipimus. Also schick aussehen tut's ja. Das muss es sein. Dann mal zurück. Okay, wir haben anscheinend gefunden, was wir gesucht haben. Dann mal zurück. Oh, oh, oh. Ich sollte aufpassen. Haben wir denn hier irgendwo Licht? So, wo ist der? Ah, da oben. Und jetzt können wir uns eigentlich theoretisch zum Abseilen. Und abwärts. Jetzt
Und jetzt? Ah, jetzt müssen wir uns darüber schwimmen. Okay, okay. Oh. So. Waren wir hier schon? Nee, hier waren wir noch nicht, ne? Oh, lauf doch auf den Balken. Oh, oh. Dann wow, wow. Wow, wow, wow. Oh. Das kriegt Rafe niemals hin. Wow. Okay, komm, Tür auf. Jawohl. Auf Wiedersehen, Schulter. Okay. Da waren wir drin. So, nochmal ein Screenshot, meine Lieben. So, und dann geht's weiter. Wo müssen wir... Ah, hier, L3. Ist Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Wie er einfach nur so geil ist, der Typ. Dass das alles überhaupt noch hebt, ey. Ich würde da niemals drauf springen. So. Einmal hoch und einmal hier rüber. Oh Gott, das geht doch schon wieder tief runter. Ich sehe es doch schon wieder. Ne, darüber kann ich nicht. Kann ich jetzt hier? Da muss ich wahrscheinlich... Oh. Oh, Scheiße. Nein, nein, nein. Ah. Wow. Ja, wow. Wo kann ich denn jetzt hin? Kann ich hier nicht hochklettern? So, lass mal kurz gucken. Darüber vielleicht. Wow, ich hab's gewusst. Nein, das erste Mal gestorben. Ach, Mist, ey. Okay, gleich nochmal. Ach, Scheiße. Nein, nein, nein. Ach, wir müssen darüber. Hier. Okay. Und jetzt. Okay. Sehr schön. Da ist noch ein Turm. Okay. Und wo geht's jetzt hin? Darunter nicht. Nein, darüber, glaube ich, ne? Auch nicht. Da ist was Weißes. Geht's da hoch? Nö. Nö. Wo müssen wir denn hin, liebe Leute? Wo müssen wir denn hin? Weiß kein Mensch. So, nochmal schnell ein Screenshot. Ach, wir müssen außen am Turm hoch. So, ab und zu ist es gar nicht verkehrt, wenn man da immer mal anhält und einen Screenshot macht. Dann entdeckt man auf einmal doch wieder Sachen, die man vorher so nicht gesehen hat. So, komm hoch. So muss es laufen. Genau, so muss es laufen. Und jetzt da rüber. Genau, und hoch. Wo sind wir jetzt? Müssen wir da rein? Nö, da geht's in die Runde. Ja, doch, um zu springen auf niedrigere Kanten X drücken. Kreis drücken. Ah ja. Und jetzt? Fallen lassen.